Wir haben das im Winter das erste Mal gemacht, schon in Spanien. Und es war eine riesen Gaudi heute auch wieder. Tagesform. Also die Teams werden gewählt und so wie sie zusammengestellt sind, so spielst du dann auch und versuchst dich einfach zu pushen ein bisschen und ja, mit Spaß einfach die anderen voranzutreiben. Ich glaube, wenn einer nicht trifft, dann muss der andere für den in die Bresche springen. Genauso ist es am Platz und in dem Spiel kann man das, glaube ich, ganz gut lernen. Da ist ein bisschen Trash-Talk dabei, das gehört auch dazu. Ich glaube, das zeigt auch die gute Chemie in der Mannschaft, dass man auch mal was Blödes sagen kann, ohne dass einer beleidigt ist. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich. Und jetzt dann in der Kabine ist das überhaupt kein Thema mehr.